Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special und ui! Großer Rüben sind fertig. Im letzten Part haben wir sehr viel gezüchtet, ne? Also was heißt gezüchtet? Wir sind da sehr gut dabei zu züchten. Und wir haben im letzten Part, glaube ich, das letzte Feld gemacht. Erdbeeren wollte ich auch züchten, ne? Ja. So. Behalte ich mal 3. Die ganze Ding ernte ich mal. So. Gut, dass es jetzt regnet. Da muss ich jetzt nicht gießen, weil Felder gießen ist immer so anstrengend. So, die werden natürlich gleich verkauft. Ja, Kürbis sind noch nicht fertig. Okay, alles soweit klar. Sehr gut. Also immer kurz meine Kiste. Ich will nichts doppelt verkaufen. Okay, das kommt weg. Das kommt weg und das kommt weg. Das ist jetzt Stufe 2 und das ist auch 2. Okay, gut. Dann gucken wir mal beim anderen Feld nach. Ich muss jetzt zuvor sie halber die Gießkanne aus, nicht, dass wir da irgendwas. Ne? Auszusehen wieder zerhackstückeln. Hey! Sehr gut. Ja, ich wollte mich eigentlich jetzt auf den nächsten Story-Dungeon vorbereiten, ne? Wir haben ja jetzt einen Kalender. Was sagt der Kalender? Es ist jetzt passiert, ist eine lange Zeit nichts. Bis halt zum 5. Rübenwirrwarr. Es steht ein Event an, sonst jetzt gerade? Nein, es steht auch kein Event an. Dementsprechend würde ich schon gerne, so langsam aber sicher meine Sachen ein bisschen aufwerten. Oder beziehungsweise neu. Die Sache ist ja, wie können wir jetzt Werkzeuge? Wir könnten eigentlich Goldwerkzeuge machen, eine Glänzenhacke, aber wir haben nicht genug Runenpunkte. Ich muss da definitiv noch leveln. Die Frage ist, wie levelt man am besten? Also natürlich können wir viel schmieden und viel fertigen, ne? Warte mal. Können wir Schmuck. Wir haben jetzt ja eigentlich sehr viel gekriegt, komm. Abzeichen. Ist denn irgendwas besser? Was ist denn mit der Handschuhe? Ne, Handschuhe will ich ja nicht anziehen. Nee. Rüstung? Was sagen eigentlich Rüstungen? Windumhang, Für irgendwas, was mich verstärkt. Was besser ist. Irgendwas, was wesentlich besser ist. Nee, da ist halt noch nichts. Ich lagere kurz mal die Saaten ein bisschen ein. Damit mich da. Wir verstecken mal die normale Klinge, die wir gekriegt haben. Ja, war verbessern. Wir haben ja die hier. Was können wir damit. Warte mal. Machen wir die mal nach oben. Können wir mittlerweile das hier benutzen? Es erhöht. Abwehr plus 7. Gold? Was? Nee, dann lassen wir es lieber. Ah, nicht hauen. Meine Güte. Apropos Anfragen. Wir haben im letzten Part ja aufgehört mit der Frage, wie wir den Feld-Dungeon machen können, ne? Feld-Dungeon abschließen. Ja, bitte. Okay, wir haben jetzt den Auftrag in meinen Notizen festgehalten. Vorteil der Anfrage für dich. Ich habe eben von einem seltsamen Dungeon gehört. Offensichtlich gibt es Dungeons, die man auf dem Feld anbauen kann. Vielleicht könntest du einen wachsen lassen oder abschließen. Ich empfehle es dir, mal zu versuchen. Ja, aber wie denn? Ein Anbauen. Ihr seid mir lustige Gesellen. Ja, Irashai. Feld-Dungeon. 10% Rabatt. Okay, Rettich. Ich gehe nochmal alles durch. Rüben, Kartoffeln, Spinat, Rettich, Gurken, Nee, bei ihr gibt's kein Feld-Dungeon. Gucken wir mal da unten nach. Hey! Du bist zu viel zu Fuß gegangen, ohne dich auch nur mit einem Wort zu beschweren. Nicht schlecht, Miku. Danke.
Hallo? Ich werde weiterreisen, damit ich eines Tages einmal berühmt bin. Schön, dich kennenzulernen. Regen wird alle Felder im Wasser sicken. So ist die Natur eben. Ja, ich würde Blumen kaufen. Hallo? Blumenshop Level gewerkt. 9. Alles um 9. Gut, dann reden wir derzeit mal mit allen Bewohnern nochmal. Hey, Porco. Guten Morgen. Ganz schön fieses Wetter heute, oder? Könnte besser sein. Ja, aber trotzdem habt ihr auch dir einen guten Morgen. Ich kann alles kochen. Das ist die richtige Einstellung, du Meisterkoch. Ich kann alles essen. Das ist die richtige Einstellung. Meine Gerichte gelangen nur sehr selten bis zu meinen Kunden. Kann man dich dann überhaupt nur ein Koch nennen? Ja. Eigentlich weniger, ne? Bist du wach? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Auf meinem Blatt heute steht, ich soll als Stadtführerin für einen Fremden fungieren, Müll aufsammeln und ein neues Lied komponieren, das ich im Restaurant spielen kann. Alles in allem, gar nicht schlecht, klingt ein entspannter Tag. Echt jetzt? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe versehentlich einen Gast die falsche Bestellung gebracht. Aber der Gast hat sich bei mir bedankt, weil ich die Bestellung von vornherein falsch aufgeschrieben habe. Verstehe. Ja. Er ist ab 9, ne? Machen wir derzeit mal ein bisschen hier Krawall mit den neuen Schwertern. Und. Eigentlich muss ich die ja nicht mehr machen, ne? Oder? Eigentlich. Muss ich die noch machen? Ich glaube nicht. Ja. Ist gut. Oh. Das, was ich wollte. Muss ich es nicht mehr kaufen. Muss auch was überprüfen. Aber ich habe dich nie gefragt, ob du das überhaupt möchtest. Also ehrlich, stört es dich? Kannst du gar nicht. Oh, ich bin so froh, ich bin kein Morgenmensch, aber ich werde mir Mühe geben. Wenn die nicht mehr danach ist, kannst du die Weckrufe jederzeit abstellen. Geh mal vom Abenteuer. Ich würde gerne mitkommen. Gut. Wir müssen einmal kurz. Wo war das? Hier? Ach, doch, das. Nabel. Warte mal, wo war das denn mit den Dingen, mit den Bäumen? Mit da, wo dieser seltene Baum ist. Das ist die Frage gerade, da unten, ne? Ja, hier war das. So, das soll die auch mal ein bisschen aufbewahren. So, wir haben es jetzt 9. Hau mal ab, bitte. Feld Dungeon. Verkaufst du vielleicht irgendwas in der Art? Eda Schei! Hallöchen, keine Ahnung. Zwergpulver. Wenn der Boden verteilt, lässt es kleinere Pflanzen wachsen. Sorgt auch für einen gesünderen Boden. Auch nicht. Dann muss ich die Quest erstmal abbrechen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Was ist sonst noch was? Einen Stab verbessern. Ja, komm. Ja, um Magie zu verwenden, brauchst du einen Stab. Und wüsstest du, dass Stäbe verbessert werden können? Das funktioniert genauso wie bei Waffen. In der Spiele verbesserst du das Stabmaterial deiner Wahl. Ja. Früher habe ich schon mal gemacht. Irgendwann. Bitteschön. Am Prozessoren, kann ich das haben? Danke. Ich bin übrigens ein großer Fan von gekrillten Meeresfrüchten. Ja. Habe ich noch nicht gemacht. Ein großes Blumenenten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon gemacht habe. Engers Großes hatten wir schon mal. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Nee. Alle auf 5. Was sagen eigentlich die Freundschaftspunkte? Das interessiert mich jetzt mal. Ja, nee, ist nicht ganz, ne? Nicht ganz. Sollten wir auf jeden Fall mal demnächst angehen. Ich schreibe einmal raus, was die alle genau mögen und dann werde ich das demnächst mal angehen.
Nicht wahr? Ohio. Guten... Nein, weißt du was? Nein, wir sollten lieber schlechte Nacht sagen. Hä, warum? Hey, du. Was ist denn? Nichts, ich wollte nur sicher, dass du echt bist. Ja. Was? Bist du lauter gekommen? Fürchte dich zu sehr vom Monster, okay? Wenn du nicht so ängstlich wirkst, werden sie auch keine Angst bekommen. Weißt du, du bist wirklich nett, Raven. Nicht wirklich. Es gibt auch ein paar süße Monster da draußen. Ja, stimmt. Hey, Raven, was ist dein Lieblingsmonster? Wollis, denke ich. Wieso bist du rot im Gesicht? Ja. Bei den ganzen Wolken frage ich mich, das ist ein Easter Egg, ne? Das ist ein Easter Egg! Ein kleiner Easter Egg ist das. Ich glaube, der Hauptcharakter konnte sich in einen Wolli verwandeln oder so in Rune Factory 2 oder 3. Irgendwie so war das doch. Bei den ganzen Wolken frage ich mich, ob es sicher ist, Wäsche zu waschen. Ja, ich hoffe, das schlechte Wetter bleibt da oben. Wir brauchen es hier unten nicht. Hey Miku, könntest du Lady Winterset besuchen, wenn du kurz Zeit hast? Auch wenn es so wirkt, als könnte sie dich nicht hören. Du kannst mir glauben, sie hört dich ganz bestimmt. Na gut, machen wir mal. Wendy, schon bald wird alles vorüber sein. Ja. Oh, wir müssen machen, ne? Wir müssen da was machen. Weil sonst weiß ich halt auch nicht. Manchmal weiß ich nicht, vor lauter Farmbetreiben, weiß ich manchmal auch nicht, was er machen soll. Aber ich will jetzt auch nicht die Story anbrechen. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach schlafen. Damit wir was tun haben. Soll das ein Event? Nein. Ah, Winteranbruch. So, einmal kurz das machen. Oh, die Musik. Musik! Erdbeeren. Grüne Paprika. Okay, müssen wir auch gleich machen. Alles einmal gleich gießen. So, was haben wir hier noch? Eisenblatt. Ja. Was haben wir hier noch? Lampengras. Rettich. Da ist irgendwas am Vergammeln. Okay, die Musik gefällt mir. Damit sollen wir ja auch kämpfen, damit so ein Eisenblatt. So. Habe ich Eisenblatt den nicht hier gepflanzt? Bin der Meinung, ich wollte das auch züchten, oder nicht? Da weiß ich gerade nicht. So, da haben wir unten noch was. Glücksklee. Ich weiß, es regnet gerade, aber ich will sicher gehen, dass wir alles einmal auch gegossen haben. So. Aber wie war cool, es schneit das erste Mal. So, einmal noch hier. Ich wollte gerade aufladen und da habe ich gesehen, dass die Hälfte schon weg gegossen ist. Und hier noch. Gut. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So werden wir Freunde. Genau so. Event? Nein. Ansehen, gucken wir mal. Okay, jetzt dauert es bis zum Donnerstag. Ich glaube, ich werde die nächsten Parts mal ein bisschen leveln gehen. Uff, alles voll mit Spaß. Was liegt denn hier rum? Ein großes Messer. Hey! Oder nicht? Ohio. Was? Ich bin zu da. Blumen riechen gut, sie helfen dabei, mich zu entspannen. Ja, sie riechen wirklich gut. Vielleicht werde ich als nächstes einen Blumenanhänger fertigen. Wäre schön, ne? Eine große Blume. Ein Terraklon. Ja, kann man einfach so machen, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir sonst jetzt machen sollen, wenn wir die Story nicht machen. Weil es dauert jetzt alles. Und ja. Hey. Yes, I. Willkommen. Zeig mal, was du hast. Yes, I. Klee. Es dauert halt einfach noch alles, das man machen kann. Ja.
Ansonsten, ich muss halt jetzt warten, bis alles gegossen ist. Ein mega guten Morgen. Guten Morgen. Miku, ich habe da eine ganz neue Idee für die Speisekarte. Oh? Ja, man zahlt einen bestimmten Beitrag und isst so viel, wie man will. Jetzt kann ich so viel essen, wie ich will. Jetzt hat sie für die Kunden gedacht. Ja. Wenn man aus eigener Tasche Restaurant betreibt, ne? Bist du wach? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich möchte Musik spielen, die alle fröhlich stimmt. Das klingt gut. Was meinst du, was für Musik ich spielen soll? Irgendwas Fröhliches. Perfekt, dann schreibe ich ein fröhliches Lied. Na, vielleicht passiert da noch was, während wir hier noch rumlaufen. Na, wobei ich hier nicht so. Und ich glaube, die nächsten Events werden erst kommen, wenn wir hier... Hier ist ja auch alles zugeschneit. Ich sollte mich schon beauftragen, Schnee zu schaufeln. Ich trinke oft Tee mit Illuminata. Und sie hat gesagt, dass der Entspannungstee, den ich zubereite, gut schmeckt. Sie ist furchtbar speziell, wenn es um Essen und Trinken geht. Wenn sie es also für gut hält, muss es vorzüglich sein. Ich fühle mich geehrt, das zu hören. Guten Morgen, Miku. Manchmal wache ich auf und stelle fest, dass ich alle meine Aufgaben schon erledigt habe. Man sagt, dass freundliche Feen hinter diesem Wunder stecken. Das ist so nett von ihnen, oder? Übrigens, gehen wir auf Abenteuer. Okay. Es ist so kalt. Ich möchte Kira das Schokokuchen zu seinem Geburtstag schenken. Weißt du, warum? Weil er das mag? Hi. Genau. Ich wusste, du weißt, warum, Prinz. Halt ein wenig Abstand. Und wir versuchen nochmal unser Glück. Ich weiß, die letzten Partys holen sich alle ein bisschen, ne? Ah, yeah. Wie soll ich das denn so schnell ausweichen? Das ist doch belastend. Oh, warte mal. Das können wir auch noch machen. Wenn wir schon dabei sind, ne? Einmal nochmal. Was ist hier los? Damit ich das richtig verstehe, Flavia. Du hast ja geschlafen, weil Ki das so wollte. Ja. Er hat gesagt, es wäre schön warm. Ki, wieso hast du ihr vorgeschlagen, vor dem Hotel zu schlafen? Sie wollte wissen, ob ich warme Plätze kenne. Also hast du das Hotel erwähnt? Ja. Weil jeder sagt, dass Lin Fein selber warme Person ist. Ah, verstehe. Es war wohl sehr warm. Das ist Schaupals Ausdrucksweise. Hihi. Auf jeden Fall bist du der andere Hindernis, wenn du hier schläfst. Also machen wir das nicht nur einmal, okay? Okay. Gut. Oh, habt ihr beide schon davon gehört? Von denn? Von Bardos neuen brandneuen Ausverkaufsartikel. Er heißt der Handschuh, der alles greifen kann. Wie kann er im Ausverkauf sein, wenn er brandneu ist? Flavia kann sehr scharfsinnige Beobachtungen anstellen, wenn sie möchte. Hallo Miku, hast du schon gehört? Bardos neuen brandneuen Ausverkaufsartikel. Es heißt der Handschuh, der alles greifen kann. Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Der Handschuh, der alles greifen kann? Kann man damit auch die Herzen anderer berühren? Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann schauen wir doch mal nach. Ich weiß, wir lassen uns ja ablenken, aber wenn wir schon so darauf hingewiesen werden. Willkommen. Ich bin's Blau dann da. Es sollte eigentlich der Handschuh, der alles greifen kann, abhängig davon, wer ihn trägt, heißen. Aber anscheinend ist der Name nicht unversehrt geblieben, als er sich herumgesprochen hat, wenn du weißt, was ich meine. Ich arbeite lieber an diesen Handschuhen, damit die Dinge in Kontrolle bleiben. Schon wieder ist der Gewinn weg. Naja. Zeig mir meine Waffen und Werkzeuge. Der Handschuh, der alles greifen kann? Fäuste der Erde? Handschuhe? Schlagring? Eine Markenbrille? Die werde ich nie wieder anziehen, euch zuliebe. Lederhandschuhe? Und ansonsten war's das, ne? Zeig mal deinen Schmuck. Da waren keine Handschuhe. Wobei hier, Arbeitshandschuhe, ja. Ansonsten... war's das. Nee, alles gut. Da habe ich mich eiskalt angelogen, ne? Sie haut einfach ab. Okay, hey! Gut, mein Weib... Hast du das schon gesagt? Ja, ja. Du hast es schon gesagt. Heute ist es kalt. Findest du, lass uns zusammen laufen? Miku, hältst du dich für einen guten Koch? Wo kommt das plötzlich her? Es ist bald Kiel Geburtstag und ich war einfach nur neugierig. Ich wollte ganz sicher nicht für ihn kochen. Nein. Ah, verstehe. Gut. Wieso kritzelt mich das so an? Na, wie auch immer, wir wollten, beziehungsweise ich wollte einmal zum... War das? Da? Und dann war es eigentlich einmal rum, ne? Ja. So. Und dann hier links. Was ist das denn? Weißer Kristall?
Okay, ist das pro Jahreszeit jetzt anders? Hm. Sollte ich die mal verkaufen, ne? Die Saat? Ich glaube, ich sollte die mal verkaufen. Damit wir die auch kaufen können. Muss ich nicht mal dahin latschen. Zumindest denke ich, dass es so ist. Ja, gut. Leute, der Part neigt sich zum Ende zu. Ich möchte noch mal kurz ankündigen, dass ich... Okay, wir machen noch mal Kies Geburtstag. Komm, das machen wir jetzt noch. Ich möchte gerne die nächste Zeit... gehen wir auf Abenteuer. Nein, ich gehe auf Abenteuer. Ich würde gerne bekommen. Haben wir irgendwas für Kiel zum Geburtstag? Irgendwas Süßes. Sandkuchen, Stufe 10. Vorher hältst du noch ein bisschen Abstand. Okay, sie hat noch nicht geworfen. Na? Oh Gott. Schnapper Sashimi. Gut. Alles gut. Wir sollten uns trennen. Mann, was? Ja, und genau das war das Ziel. Das wollte ich mit euch einmal erreicht haben. Das hier. Die ersten großen Dinger. Rettich. Marionettenschnüre, weg damit. Ja, gut. So, zwei davon soll ich... Warte mal, ich mach mal so, warte mal. Einer davon ernte ich, so. Einer von die behalten wir. Und die verkaufen wir. So wurde das doch von euch gesagt, oder nicht? So, Lauch. Behalten. So. Wir können Karotten fertig. Wir gehen gleich zu Kiel. Der Part wird ein bisschen länger, Leute. Ich möchte gerne noch zwischen den Parts jetzt ein bisschen gleich grinden gehen. Was das Spielen alles angeht. Damit ihr Bescheid wisst. Und ja. Jetzt gießen wir kurz mal alles. Ich werde die Farm natürlich weiter bewirtschaften. Wenn da was fertig ist, werde ich einfach ernten. Und ich werde es euch natürlich, wenn das sobald wieder Aufnahme ist, werde ich euch alles zeigen. So. Was ist hier bei der Farm? Okay, da muss ich ja. Wieso wird es dunkel immer? Jetzt fängt es natürlich an. Gut, wir gehen mal zu Kiel. Und geben ihnen das hier. Wobei, es erhalten wir. Reden wir mit ihr. Guten Morgen, frisch und klar weiter. Absolut großartig. Ja, sehr schön. Kiel liest sehr viel. Ein Wunder, dass Vater ihn überhaupt erlaubt hat, so viel zu lesen. Und trotzdem frage ich mich auch, ob er wirklich in Ordnung ist, die Dinge dabei zu belassen. Wo ist er denn? Kommt er da gerade entgegen? Ja, da oben ist er. Halten. Ist Level 10, ne? Hey. Wow, Sandkuchen, das sieht auch noch richtig lecker aus. Das, was? Ich kann das haben, juhu. Ich mag das sehr gern, danke. Dank dir war mein Geburtstag heute wirklich toll. Heute ist Geburtstag. Kommst du mit und feierst mit mir? Klar, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Oh, leider kann ich dich nicht zu mir nach Hause einladen. Tut mir leid. Ja? Klar, Forte versucht zu kochen, aber sie lässt immer alles anbrennen. Oh, aber erzähl das noch nicht, dass ich weiter... Okay, sie hat mich gebeten, es niemandem zu sagen. Okay, das mache ich. Leon hat mich gebeten, trotzdem alle einzuladen. Vielleicht sollte ich das machen. Er meint, sie ist wahrscheinlich nur schüchtern und hätte in Wirklichkeit gerne Gäste. Irgendwie glaube ich das nicht ganz. Leon, du... Böser. Ohio.
Das Wetter draußen ist fürchterlich. Möchtest du, dass ich näher komme und dich aufwärme? Nein, ist schon okay. Hey, du. Was meinst du damit? Ja, du. Sehe gehen, dass ich echt bin. Stimmt, woher wusstest du das? Ja. Aber wir haben immerhin das erste Mal jetzt großes Gemüse gezüchtet. Ich werde mich jetzt die nächsten Tage bis zu diesem... Bis hier werde ich mich nochmal mit den Schmieden beschäftigen und so weiter. Und dann werden wir, nachdem dieses Fest vorbei ist, uns... Ja, uns um die Hauptstory kümmern. Und ich werde mir bei Zeiten, nachdem wir die Hauptstory fertig haben, werden wir alle auf Level 5 machen. Da werde ich mir nochmal alles aufschreiben, wer was genau mag. Und dann werden wir darauf hinarbeiten, eventuell. Kann sogar sein, dass ich vielleicht ein paar Tage nochmal für euch extra... Also, was ich damit meine, ist, dass ich vielleicht ein paar Tage hier zwischen einfach mal keine Aufnahme mache. So, das wäre zum Beispiel, jetzt mal nur mal als Beispiel, Part 20. Die letzte Aufnahme ist und dann hier, Part 20, hier am 20. Und dann die nächste Aufnahme hier am Fest ist erst wieder. Also zwischen, ich werde es nicht jetzt jedes Mal ankündigen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich nicht mal ankündigen wollte, dass ich ab und zu mal ein paar Grinding-Sessions drin mache. Damit die Leute einfach mal beschenkt werden. Und dass das auch mal ab und zu mal vorangeht, ne? Ja, ich werde Schmieden leveln, das Ding leveln und dann machen wir im nächsten Part beim Rübenwirrwarr mit. Und eventuell fangen wir da auch ein bisschen bei der Story weiter an. Jetzt darf ich die ganze Session, die ich jetzt hier gemacht habe, überlegen, was ich auf die Thumbnails packe, ne? Oh, Junge. Also manchmal habe ich einfach keine Ahnung. Aber ich werde mir schon irgendwas aus der Nase ziehen, hoffentlich. Aber gut, dann war es das. Dann war es das hier für diesen Part. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da. Und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Ne? Wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.